Sind ein bisschen hoch. So, ja, die hätte man jetzt tatsächlich so anderthalb bis zwei Meter runtersetzen können. Ja, mache ich gerade nochmal. Ich probiere es nochmal neu. Na. So, 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 klappt nicht. Ja, müsste doch halt eigentlich klappen. Nee, ich glaube, wir müssen die Klammern doch weiter nach unten setzen. Erstmal. Tut mir leid. Ja, macht ja nichts. So, das habe ich aber. Ich setze die dahin jetzt, ne? Die Klammer meinst du? Ja, genau. Und dann meinst du, geht's besser? Aber sie waren ja schon dran, also so war es ja nicht. Ja. Und jetzt gehst du mal so, dass du quasi mit der Maus an den Klammern dran bist. Das sieht doch schon mal gut aus. Wow. Das sieht doch aus, als hätte das vorher jemand geplant, oder? Das hast du doch geplant. Dann müssen wir das vielleicht nochmal neu machen, dass das eher spontan aussieht. Quatsch. Spontan. Genau. Die kannst du jetzt wieder da unten zwischenklatschen. Das ist auch relativ egal. Also so gut ist die Physik-Engine nicht in dem Spiel, dass er dann da denkt, na, wenn ich jetzt dazwischen bin, dann steuere ich nicht so gut. Also Hauptsache, die sind dran. Die kannst du auch alle übereinander an eine Seite setzen. Die steuern dann genauso gut. Okay, jetzt muss ich nochmal gucken. Er fängt von unten an abzuwerfen, ne? Das heißt, erst diese Booster. Mhm. Dann die Klammern. Genau. Dann das Triebwerk. Genau. Und dann da oben den Ring. Genau. Und dann sollten wir jetzt aber noch einen Fallschirm dazu bauen. Das finde ich schon ganz nett, dass wir jetzt den nächsten Astronauten nicht wieder... Wollen wir ihn retten? Wollen wir ihn nicht... Ja. Science... Wollen wir noch Science einbauen? Gefährliche Science? Achtung, Science. Nee, ach was. Bitte. Hallo? Nein. Wollen keine, wir nicht. Keine Science? Und zwar ist der auch unter Utilities. Und dann die sechste Reihe. So, für sechste Reihe. In der Mitte der Mark IIR Radial Mount Parachute. Dahin? Nee, das werfen wir ja ab. Ja. Ganz oben an die Kapsel. Und da reicht auch einer. Ja, nicht ganz an die Spitze, sondern eben an die Kapsel dran. Und dann erstmal die Symmetrie ausschalten, dass du nur einen setzt. Ach so, okay, einer reicht. Das, jetzt habe ich es verstanden. Und den setzen wir vielleicht oben drauf. Irgendwo. Ist eigentlich auch scheißegal, wohin, ne? Im Endeffekt so ziemlich, ich will zwei. Okay. Und zwar, jetzt hat er drei. Ich habe ja auch irgendwie da drei. Ich wollte doch nur zwei. Ja, macht ja nichts. Er hat immer noch drei. Kann ich nicht zwei? Nee, das macht er wahrscheinlich, weil der Rest auch mit dreien ist. Dann geht das wohl nicht. Na gut, dann machen wir halt drei. So, fast gerade. Machen wir ein bisschen. Mhm. So, jetzt ist es gerade. Jetzt speichere ich mal eben. Können wir dann schon... ich setze ihn noch ein bisschen runter, glaube ich, ne? Ich glaube, das macht er mittlerweile auch automatisch. Hatte ich vorhin den Eindruck, weil du warst ja auch doch noch ein ganzes Stück vom Boden weg. Ja, okay. Und ansonsten starten wir halt nochmal. Also es ist ja noch tatsächlich so, dass wir da kein Geld für ausgeben. Na gut, dann lasse ich das jetzt mal so. Ja. Und dann sage ich jetzt nochmal... Was ist das mit unserer Flugreihenfolge? Hast du da mal aufgepasst, geguckt? Was? Welche? Was? Also mit der Zündreihenfolge, passt das? Ja, ich meine doch, ihr erstmal die Booster. Genau. Dann die. Wenn die leer sind, dann lösen wir die Klammern. Genau. Mhm. Dann geht's weiter mit 1. Mit dem Haupttriebwerk. Genau. Wenn das alles ist, dann mit 4 die Klammern lösen und gleichzeitig. Oh nee, jetzt lösen erst die Fallschirme aus und dann die Klammern. Nee, das ist ja zusammen in einer Stufe. Das, also was in einem so ein Kästchen mit dem orangenen Dach drin ist, das geht immer gleichzeitig. Aber ich möchte doch die Tanks eigentlich loswerden, bevor die Fallschirme auslösen. Ja, dann machst du erstmal da auf, machst du da auf ein Plus. 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 Na komm, Plus. Und dann ziehe ich die Klammern da runter. Genau. Das ist ja auch schon schön. Ja, eigentlich relativ simpel. Kann man denn, okay, dann sage ich jetzt nochmal speichern, nur zur Sicherheit. Mhm. Und dann wollen wir oder heben wir es auf für eine zweite Folge? Ich würde sagen, dann haben wir was, also so eine schöne Einleitung für die zweite Folge, oder? Machen wir überhaupt eine zweite Folge? Ja, das kommt drauf an, ob die Zuschauer jetzt sagen, machen wir oder machen wir nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Das heißt, ich bin ja neugierig, wir können das nicht in eine zweite Folge packen, ich bin zu neugierig.
Okay. Ich will das jetzt starten. Also kein Cliffhanger. Kein Cliffhanger. Ich bin nicht der Typ für Cliffhanger. Ich kann Cliffhanger nicht hier. Ich finde Cliffhanger scheiße. Ich muss jetzt. Ich bin da. Ich Launchpad. Vielleicht wird das Programm jetzt abkackt wieder. Wie vorhin schon mal. Ja. Aber sieht, glaube ich, ganz gut aus. Mhm. Kleinen Moment nochmal eben. Da steht sie. Nimmst du eigentlich auf? Keine Ahnung. Sonst mache ich nur die Audioübertragung. Okay. So, wie aktiviere ich jetzt die Stufen? Einfach mit Space. Den Booster, der brauchst du auch keinen Schub geben, weil die gehen immer mit vollem Schub. Muss ich nicht den Schub einstellen für das Haupttriebwerk schon oder muss ich das nachher machen? Nö, das kannst du nachher machen. Kann ich das auch jetzt schon? Kannst du auch jetzt schon, aber musst du nicht. Okay, dann sage ich jetzt mal einfach nur mit Space. Wie trenne ich denn Stufen? Ja. Weißt du das zufällig? Das geht dann immer mit Space. Das heißt, ich darf jetzt nicht zu oft Space drücken. Nicht nee, ungeduldig nur sein. Am besten. Kein Tata kriegen. Mhm. Einfach, ich drücke jetzt Space. Hui! Es geht bergauf. Ja, und dann drückst du vielleicht nochmal schon mal T. T? Mhm. Habe ich gedrückt. Oh und ja, jetzt sind wir auch leuchtet jetzt. Relativ senkrecht. Ja, und die Steuerflächen müssten sich jetzt ein bisschen bewegen, wenn man da mal näher rangeht. Die Steuerflächen bewegen sich jetzt nicht so wirklich. Doch, ich sehe da hat sich was bewegt gerade. Mhm. Ich kann nicht das anpacken, kann ich das zur Seite jetzt noch? Ne, ich lasse das jetzt mal so. Wir sind auch erst bei 250 Metern pro Sekunde. 280. So, jetzt sind unsere Booster gleich leer. Wo sehe ich das? An dem Treibstoffanzeiger, an den Boostern dran links, unten an der Stufe, das was immer weniger wird. Da. Wenn so, die leer sind, jetzt nochmal Space. Ja. Und jetzt drücke ich wahrscheinlich nochmal Space. Genau. Aber ich muss jetzt nochmal mit Shift den so ein bisschen Schub geben, bevor wir wieder runterfallen. So, und jetzt habe ich mit Shift Schub gegeben und danach Space gedrückt. Und ich gebe noch ein bisschen mehr Schub. Ja. Die Geschwindigkeit steigt. Geschwindigkeit steigt. Immer noch. Und ich mache mal nur ganz wenig Geschwindigkeit, oder? Obwohl wir sind echt noch nicht hoch. Nee, aber wir müssen jetzt noch nicht so viel beschleunigen, solange wir in der Atmosphäre sind. Okay. Das geht dann, wenn wir aus der Atmosphäre raus sind, viel, viel schneller. Wir sollten dann jetzt Treibstoff sparen, dass wir überhaupt rauskommen. Weil wir sind ja irgendwie erst bei 17.000 Metern bei mir. Ja, bei mir sind wir inzwischen bei 18.000, aber ja. Der Treibstofftank ist auch nur noch, ich sag mal, ja, 4/5 voll. Ja, eben. Aber wir beschleunigen noch. Na. Und, Bill Kerman guckt ein bisschen süß. Übrigens nicht verwandt mit Bill Pullman. Nee, oder? Weiß ich nicht. Obwohl, eine gewisse Ähnlichkeit ist da, oder? Wobei, dann würden wir im Wohnmobil fliegen, glaube ich, ne? Das stimmt. Dann wir hätten einen Möter an Bord. Ach, genau. Und wir hätten einen Möter an Bord. Okay, ich gehe noch mal einmal auf die IFA. Ja. Da sieht man jetzt nur ziemlich schwarzen Himmel und der Kreiselkompass zeigt an, wir sind auf einem guten Weg nach oben, unsere Geschwindigkeit nimmt noch zu, unser Treibstofftank ist noch mehr als halb voll. Die Höhe sehe ich hier drin aktuell nicht. Das könnte sie sein. Mhm. Mit etwas über 40.000. Okay, wir kommen, glaube ich, ganz gut weg. Aber so ganz viel hat das jetzt nicht gebracht mit den Boostern. Dafür, dass wir... Naja, du musst ja auch immer das höhere Gewicht noch einrechnen. Ne? Ja. Oh, der hat die Dinger nicht abgeschmissen. Die Dinger? Das sind die Reste, die bleiben dran. Die bleiben dran? Die sind voll scheiße. Dynamisch gesehen sind die voll scheiße. Ja, wir sind aber so ziemlich aus der Atmosphäre raus, ist also jetzt egal. Dann ist es egal, ja. Und wir sind bei 61.000, boah, und der Trank. Mhm. Und unsere Geschwindigkeit müsste jetzt eigentlich auch schon relativ schnell wieder steigen. Ja, sie steigt jetzt immens. Soll ich nochmal ein bisschen Schub wegnehmen? Kannst du machen, dann können wir noch ein bisschen höher, vielleicht, unter Umständen. Ich brauche ja gar nicht mehr, ich brauche ja ganz wenig Schub nur noch. Mhm. Ja, wir steigen. Oh, wir sinken. Also nicht, wir sinken nicht, aber die Geschwindigkeit nimmt ab. So. Ja, machst du den Schub wieder ein bisschen höher. So, jetzt steigt sie ganz langsam.
Jetzt bloß nicht den Motor abwürgen. Boah, sind wir hoch. 107 Kilometer. 109, 110, 111. Und der Trank. Boah. Zu viel Minecraft im Blut. Ja, genau. Oh, das Weltall. Wir gucken nochmal. Aber er sieht nicht so begeistert aus wie der verstorbene Astronaut. Vielleicht denkt er auch, wir haben keinen Fallschirm eingepackt. Cool, wieder gut. Oder der muss mal. Ich würde ihn gern vergrößern. Ich würde den wirklich gerne größer ziehen, aber es geht wohl nicht. Nee. Oh, und nicht aus Versehen auf EVA drücken, weil dann steckt er nämlich aus. Extra Vehicle Activity. Mhm. Activity. Extra Vehicular, ne? Ja. Okay, gut. Und das andere halt eben für Intra Vehicular. Ist das Grönland? Oder Afrika? Ich weiß nicht, ob es auf Kerbin auch ein Grönland gibt. Bestimmt. Ich glaube, Grönland gibt es überall und es gehört auch überall zu Dänemark. Okay. Wow. Ja. Aber wir sind schon ganz schön hoch. Ja. Und der Tank ist immer noch, ich sag mal, ein Sechstel ist, hat er wohl noch. Wir sind schon was bei 200 Kilometern. Ja. Und jetzt nur noch das Tausendfache, dann können wir in Richtung Mond. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kommen wir bald doch nicht mehr auch zur Oberfläche zurück. Stimmt, aber weißt du, bei welcher Höhe das ist? Nee, aber du kannst mal auf M drücken. Auf M? Mhm. Okay. Dann müsste er uns die Flugbahn anzeigen. Ach, das sieht aber doch ganz gut aus. Ja, ich glaube, das ist die Flugbahn des Mondes. Wir sind jetzt da. Ja. Oh, sie dehnt sich aber weiter aus. Naja, aber solange sie noch wieder zurückgeht, ist alles gut. Ja, aber das ist schon, das wusste ich auch noch nicht. Ich drücke nochmal M, dann geht's zurück. Ja. Oder kann ich hier auf Staging gucken? Ich drücke nochmal M. Mhm. Bevor ich da. 270 Kilometer. Ja. Naja, so der Tank ist jetzt auch so ziemlich leer. Ja. Dann gucke ich nochmal bei M. Oh, wir sind aber doch in einem gewissen Bogen unterwegs. Das ja, ist jetzt das heißt, so auf 500 irgendwas Kilometer kommen wir dann mit Sicherheit noch. Fast schon 600 wahrscheinlich. Ja, das ist aber... Aber bis zum Mond ist doch noch ein bisschen weiter. Bis zum Mond waren, glaube ich, irgendwas von 100, weiß nicht, 140.000? Oder nee, 328.000? Nee, ich weiß ja nicht, ob das hier beim körbischen Mond... Ah, stimmt, das ist ein anderer Planet, genau. Genau. Die Geschwindigkeit so nimmt ab. Wir könnten ja, jetzt... ich würde sagen, unser Tank ist leer. Wir könnten jetzt das Ding hier abschmeißen. Mhm. Und jetzt nicht zweimal die Space-Taste drücken, weil die Fallschirme jetzt ausfallen, wäre, glaube ich, Blödsinn. Naja, die fahren dann auch automatisch, glaube ich, auch erst aus, wenn man wieder in der Atmosphäre ist. Ja, sonst würden sie auch echt blöd verglühen, glaube ich. Ja. Ah, wir steigen aber immer noch. So hoch war ich hier noch nie. Ich habe das aber, also meine Raketen waren auch immer echt irgendwie anders. Du hast Triebwerke mal oben, ne? Ja, und zeig dir in die andere Richtung. Ja, das Reise ist zum Mittelpunkt der Erde. Ja, was jetzt fehlt, ist so eine Time-Shift. Ja, dann gehst du mal da oben links auf Warp. Wie, wir haben noch einen Warp-Antrieb? Nein, aber einen Time-Warp. Also wir können die Zeit tatsächlich beschleunigen. Time-Warp. Oben links? Ja, oben links. Da ist das. Cannot warp faster than one while. Achso, dann musst du erstmal den Schub rausnehmen, auch wenn wir keinen Treibstoff mehr haben. Ship aber ist throttled, also muss ich. Zack! Ja, die Geschwindigkeit nimmt tatsächlich ab. Wir sind also echt noch im Bereich der Anziehungskraft, der Gravitation dieses Himmelskörpers. Genau. Jetzt kannst du den Time Warp einschalten. Time Warp. Let's make a jump to the left. Na, ich wollte doch nach links. So, jetzt sind wir langsam in der Kurve. Jo, jetzt haben wir die Kurve passiert. Ja. Und jetzt sollten wir vielleicht den Time Warp dann auch wieder ein bisschen ausschalten. Der geht automatisch, sobald wir die Atmosphäre erreichen. Und das reicht auch, wenn wir dann uns erst abtrennen und den Fallschirm öffnen. Wo bin ich denn jetzt? Da sind wir.
Und wir fallen, aber wir können doch, du sagst nicht trennen? Ich würde das ja, gerne kannst trotzdem. Du jetzt schon mal trennen. Zack. Das gibt ja noch wieder einen kleinen Auftrieb nach oben. Nee, doch nicht. Oh, jetzt, ui, oh shit. Das war jetzt eigentlich nicht so gut, glaube ich. Also im wirklichen Leben wäre das jetzt nicht in Ordnung gewesen. Naja. Jetzt sollte ich die Fallschirme vielleicht, ne? Ja, das wäre mal eine gute Idee. Wie hoch waren wir denn jetzt noch? 3400 Meter? Ja, also bei 500 Metern klappen die dann ganz aus und dann werden wir viel langsamer. Okay, das heißt, wir sind jetzt hier... ja, so mitten über dem Ozean. Wie... Und da wir uns vorher kein Boot gekauft haben, muss der dann jetzt halt auf dem Ozean leben. Aber das ist egal, der hat ja genug Fallschirme, die er essen kann. Genau. Damit kann er auch ein Segel bauen aus dem Raumschiff, aus den Trümmerteilen. Richtig. Und da kann man auch mit Angeln so ein Netz von machen. Vielleicht können wir auch irgendwo noch einen Tiger auftreiben. Ja, die sind kreisrund, da ergibt sich auch automatisch die Zahl Pi. Mhm. Das ist schon okay, auch wenn das damit gar nichts zu tun hat. Der neue Avatar, dass ich nicht lache. Ja, der Fallschirm sieht aber schon irgendwie witzig aus, wenn man da... Ja, ne, das sind ja irgendwie eigentlich auch drei, ne? Ja, eigentlich schon. Die hängen aber doch sehr komisch ineinander. Ja. Oh Gott, psychedelisch. Mhm. Komm, damit können wir uns noch... Ach, schade, es wird verdeckt. Von oben sieht es nicht ganz so witzig aus. Schade. Nee. So, wir sind jetzt noch bei 270 Metern und können schon mal langsam Mr. Bill Kerman, Kommandant der, des Raumschiffs, dem wir keinen Namen geben konnten. Das Raumschiff anteilt. Anteilt. No name. Mhm. gleitet also... in Richtung Wasser und wir können ja noch mal demnächst noch mal eine Folge mit so einem völlig übertriebenen Schiff machen, finde ich. Ja. Also so richtig mit dreifacher Hallenhöhe. Mhm. Eingebaute Raumstation. 45 mal so breit. Nuklearzündungsbombenantrieb. Und was auch immer es da gerade gibt, ich weiß das nicht, ich hab die Übersicht da verloren. Das ist eh alles Englisch, da kann ich nichts mit anfangen. Und das ist eine Sprache, die ich nicht gut beherrsche. Und jetzt sind wir gleich unten. Wir wassern. Es ist kein scheiß Navy-Schiff in Sicht. Wahrscheinlich haben die hier keine Navy. Nö. Auch keine Marine. Und plopp. Ja, jetzt ist er da. Jetzt guckt er. Warum holt mich hier keiner raus? Ich will hier raus. Ja, das ist Kerbal Space Program. Aber jetzt kannst du ihn ja mal aussteigen lassen. Noch. Genau. Iva. Da ist er. Ran. Hallo. Cool. Jetzt hängt er da so. Mhm. Kann nichts machen. Ja, die kannst du den jetzt irgendwie loslassen. Den hätten wir auch oben aussteigen lassen können. Ja. Dann wäre er gesondert quasi zu Boden geflogen. Ja, der hat nur keinen Fallschirm, das ist das Problem. Den Fallschirm braucht er nicht. Okay. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre braucht er keinen Fallschirm. Meinst du? Ja, ganz sicher. Kann ich den anklicken? Ja. Aber da passiert, glaube ich, nicht viel. Nee, passiert nicht mehr viel. Okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal mit Blick auf Bill. Nee, Bill war es nicht. Doch, Bill. Bill Pullman? Nee, der hieß nicht Pullman, der hieß Bill, genau. Mit Blick auf. Und dann würde ich sagen, ach, man kann auch Licht an- und ausmachen, okay. Wenn wir jetzt noch Lampen angebaut hätten, ja. Bremsen, Scheinwerfer, eine Hupe. Ja, würde ich sagen, für diese Folge verabschieden wir uns mit Blick auf Bill. Bill Kerman. Und der hat noch 100% Sauerstoff, sehe ich gerade. Und dann würde ich sagen, mal gucken, ob es weitergeht. Schauen wir mal. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss.